Wow. Kann er mal bitte damit aufhören? Nein, 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 nein. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Nein! Oh, verdammte Axt. Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Weiter geht es mit einer wunderschönen Runde Borderlands 2 mit dem Stormy. Hallo. Hallöchen. Und meiner Wenigkeit. Ja, wir haben die Quest ausgesucht, ein Vakit zu finden. Ich habe noch so grob in Erinnerung, dass wir denen dann irgendwie, wenn die morphen wollen, so eine Injektion geben müssen. Und die Karte sagt, wir müssen ins nächste Gebiet. Haben wir hier eine Autostation? Natürlich haben wir hier eine Autostation. Ja, das Spiel hat uns so schon gut darauf vorbereitet. Das ist so nett. Ja, komm, nehmen wir mal dieses Auto. Plöps. Auf das ich mich wieder verfahre. Juhu. Nee, so weit ist es nicht. Oh nein. Bitte sag mir, wir kommen da durch mit dem Auto. Okay, wir kommen da nicht durch mit dem Auto. Hat sich ja mal richtig gelohnt, ey. Das war jetzt frech. Dafür loote ich jetzt hier alles leer. Ja, da ist das Spiel wieder wie gewohnt. Nichts mehr mit verwöhnen hier. Frech, einfach nur frech. Ja. Aber Tundra Express, da müssten wir dann richtig sein. Ja. Oh, wow. Ja, stimmt, hier waren wir noch nicht. Wir haben beim letzten Mal hier nämlich einfach aufgehört, ganz frech. Und dann hat er uns hier scheinbar nicht gespeichert, der Sausack. Ah. Ich kann mich gar nicht mehr... Ich erinnere mich nämlich. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber gut. Ja, ich schon. Da habe ich nämlich auch schon gesagt, ja Mensch, hier waren wir ja noch gar nicht. Guck mal, wir haben die Karte gar nicht aufgedeckt. Das Vieh sieht ja cool aus. So, mal alles nachkaufen. Ich hätte gerne meine Pistole. Ach so, ja, ist gut. Ich wage mich schon mal ein Stückchen nach vorne, aber nur ein Stückchen. Ah, da sind glaube ich dann schon die Firemelon. Okay, aber ich glaube, da kommen die Vakits raus aus diesen komischen spitzen Dingern da. So. Ich komm schon, bin unterwegs. Ist gut. Ich meine, die wären hier. Ah ja, guck mal. So. Okay, die müssen sich verpuppen irgendwie. Mach doch mal. Können die sich bitte verpuppen? Ja. Ja, jetzt. Nun appliziere die Injektion. Viele betrachten diese Kreaturen als reines Kanonenfutter und haben kein... Oh großer Gott, das ist ja ekelhaft. Mach ja, es tot. Mach das... es tot. Ja, ich mach es ja gut. Hemi, kein Stress. Aua. Es tötet mich. Ja, ich bin tot. Ja, das ging zügig. Das Vieh hat nach mir gespuckt. Das auch noch. Ja, danke dir. Alles gut. Es spuckt mit Gift. Jetzt reicht's. Bleib mal kurz da. So. Ja, lad halt nach. Kein Ding. Ja, ja, natürlich. Das ist ja unfassbar. Oh, oh. Oh, oh, nicht sterben. Nein! Ich bin auch gleich tot. Okay, ich bin jetzt tot. Oh. Das war jetzt, ja. Ich glaube nicht, dass wir den noch getötet kriegen. Nö, ich muss mal nachladen. Einfach mal alles. Ach klar. Ich meine, ich probiere es noch, aber... Ich finde den nicht mal. Der schwirrt hier über uns rum, er fliegt. Okay, nee, das war nix. Das machen wir gleich nochmal. Kann man ja schneiden, ist ja alles easy. Ja, aber das mache ich doch nicht. Nein. Bei Borderlands wird nichts rausgeschnitten. Da ist richtig. So. Ja, dann let's go. Gebühr. Ja, ist doch gut. Sollte ich vielleicht mal die Waffe probieren? Oh. Ich bin doch auch doof, ne? Ich vergesse immer mein Nahkampf-Dingsbums. Geht doch. Ich brauche nur noch ein paar weitere Proben. Vorgehensweise wie gehabt. Bring sie zum Verpuppen, verpasse ihnen eine Injektion, töte sie. Viel Glück.
Also noch viermal das Ganze. Das ist ja ganz toll. Na wow. Kommen hier auch noch welche raus oder haben die keine Lust? Ich glaube, die hier haben keine Lust mehr. Dann schaue ich mal. Die haben schon geschafft. Ja, ganz kurz auf die Karte. Okay, die sollen hier im ganzen Gebiet sein. Wir brauchen ja nur nach diesen spitzen Dingern Ausschau halten. Ich glaube, da hinten sehe ich welche, oder? Ja, hier sind. Oh, hoch, wer bist du denn? Elite. Ja, der war sehr Elite. Das hat er ganz toll gemacht. Okay. Die Granate vergesse ich auch jetzt mal. Ah ja, ich auch. Oh nein, nicht sterben. Oh, da. Schnell. Ich hab doch. Hä? Ach so, ich muss die zu Ende. Wow. Kann er mal bitte damit aufhören? Nein. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Nein! Oh, verdammte Axt. Ich schlag mal nach. Sind da noch kleine Viecher? Ja, ich versuche gerade. Ja. Ja, alles. Lad halt nach. Ja, mach ich. Eieiei. Sag mal, schläft der da oder was ist los mit dem? Oh, da oben verpuppt sich auch einer. Ja, ich kann da gerade nicht hin. Ja. So, wow, eins haben wir. Das, Ach so, V. Ah. Schaffst du's? Nee. Ja, ich muss nachladen. Ich komme zu dir. Okay, hör auf. Lada. Okay, der hat aber logischerweise nicht gezählt, weil wir den nicht gedingst haben. Ja, Klassenmod-Sirene. Was kann die denn? Feuerrate. Ach Quatsch. Also ich nehme das mit. Ja, dann nimm das mit. Kann man verkaufen? Ja, mach. Da kommen doch schon die nächsten. Oh. Ja, wir sollten die halt nicht töten. Nur ein bisschen schwächen. Ja, genau. So, hab wieder ein. Zwei. So, dann mach mal. Das kann ja jetzt wunderprächtig werden. Zwei auf einmal ist lustig. Ach klar, easy. Wie geht denn das? Aber ich bin gleich schon wieder tot, ne? Ich sag ja, nur, tot. Easy. Ja, lad halt nach. Klar. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Nee, ich habe hier gerade ein kleines Problem. Na ja. Keine Sorge, ich probiere es trotzdem. Oh. Ich klapp mal nach. Ist gut. Lass dir Zeit. Nee, ich. Die schubsen mich immer weg. Ich kann nicht wiederbeleben. Jetzt bin ich tot. Lölölö. Haben wir noch einen kleinen? Ja, nicht so richtig, ne? Was ist denn los hier mit euch? Das, ich sehe halt nicht mal was. Hilfe! Munition ist alle! Na gut. Oh, warte, ich warte gleich mal. Bist du eh schon da? Ja. Ich komme mal wieder zu dir. Ich wollte hier nicht so alleine kämpfen, deswegen. Mhm, klar. Ja. Jetzt kann ich mir auch gleich neue Munition kaufen, aber das war alles geplant. Natürlich, ich kaufe doch auch Munition. Ja, das finde ich gut. Alles geplant. Wunderbar. Und gleich mal nachladen? Ja. Ne, hier brauche ich nicht. So, wo sind sie denn? Da hinten. Ja, ich lade nochmal nach. Vielleicht kann ich den hier nach oben holen.
Aha, okay. Ich meinte zwar nicht beide, aber okay. Wo ist er denn? Da ist er am Verpuppen. An, aber da sind auch ganz viele kleine. Ich sehe kein Stück. Oh. Keine Bewegung. Ich bin nein, 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 nicht wieder anspucken. Oh, hier ist noch ein kleiner. Wow. Ah, das ist mies. Ich sehe halt nichts mehr, wenn ich down bin, ne? Ja, ich weiß. Ich kenne das. Ja, 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 lad halt nach. Wo ist er denn? Bitte lad nach. Oh. Einer ist schon mal weg. Jo. So, ist ja nur noch einer dann. Aber das ist gar nicht der Mutierte, ne? Wo ist denn der Mutierte hin? Ja, auch bitte. Warte, den kriege ich. Ja. Puh. Ah, da ist der andere. Nee, dich meinte ich nicht. Geh weg. Ich meinte den da hinten. Kumpel, guck mal, wir sind hier drüben. Juhu. Genug. Den kriegen wir. Ah, easy. Jetzt ist schon Nummer einer. Weisheit ist stark. Schön. Oh, nächstes Level. Mag ich. Nice. Oh, jetzt ist es ja nur noch einer. Da hinten. Stopp. Stopp. Haha. Nice. Das war schön. Ausgezeichnet. Jetzt danke. Kommt zurück. Hier, jetzt kommt zurück. Was? Haben wir hier keine Quest mehr auf der Karte? Nein, haben wir nicht. Ja, dann können wir doch direkt die nächste machen. In Memoriam haben wir noch. Gut. Knifflige Sache. Ich hab's vor ein paar Jahren gemacht, um Hyperion abzuschütteln. Aber irgendein Bandit ist mir anscheinend auf die Schliche gekommen. Doof. Wenn du ihn nicht ausschaltest, erzählt der Hyperion alles, was er weiß. Das können wir nicht zulassen. Aber ich kann es zulassen, dass ich jetzt mal meinen Skillpunkt verteile. Das mag ich nämlich. Was ist das? Ah, ich weiß nicht. Das ist auch nicht so pralle. Das möchte ich. Wunderbar. Hä, die ist doch nicht... Nein, die ist Käse. Nee, nichts Vernünftiges gefunden. Wenn du an Mord denkst, dann denk das ist schade. Munition. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht zu Kopf steigt. Leb wohl, mein Freund. Ja, lebe wohl, Markus. Three Horns Divide. Da waren wir aber, glaube ich, schon mal, ne? Haben wir hier irgendwo einen Portpunkt? Ist das nicht hier so ein Portpunkt, dass wir hier nicht wieder durch die Map laufen müssen? Da, guck mal. Perfekt. Perfekt. Perfekt.
Darauf ein Schluck. Prost! Jo. Das ist da hinten. Wie kommt man denn da hinten hin? Ah, wahrscheinlich. Ah, ich nehme an, hier oben lang. Haben wir hier ein Autodings? Haben wir. Das finde ich aber schön. Damit wir wieder 2 Meter fahren können, nur um dann festzustellen, dass es da nicht weitergeht. Klingt nach dem Plan. Guck mal, ich hole dich sogar ab. Oh, das ist aber nett. Ja. So. Oh nein, diese Stelle hier ist ganz gefährlich. Was? Nein, ich möchte hier nicht langfahren. Du kannst das so gut. Ja. Halt, stopp. Ja. Das war wichtig, dass wir hier lang gefahren sind. Mhm. Verstehe. Ich glaube nämlich, hier lang ist das schon richtig. Nee, scheinbar nicht. Hä, wie kommen wir denn da hin? Ich bin verwirrt. Ach, die Karre hält das schon aus. Ist ja aber Feierabend. Aber ich... Halt! So, haben wir es dann jetzt? Nein, da kommen immer noch welche. So, jetzt aber. Kannst du auch mal auf die Karte gucken? Siehst du, wie man da hinkommen soll? Wo ist denn hier? Oh. Naja, da, wo es blinkt. Ja, ja. Ich fahre jetzt nochmal dadurch zurück, weil hier kommen wir ja eindeutig nirgendwo lang. Ah, ich weiß, ich glaube, ich weiß es. Direkt links davon ist doch diese weiße Halbkreis da, ja? Ja. Und darunter, da ist ein kleiner Spalt. Ah. Ich habe fast das Gefühl, da müssen wir durch. Okay, und wie komme ich jetzt wieder in die Tunnel rein? Du fragst mich Sachen. Ja, ich weiß. Hier war es nicht. Aber wir sind doch von hier irgendwo gekommen. Ja, dann müssen wir da direkt zurück, ne? Ach, ich bin da runtergefahren, ne? Stimmt. Du hast recht, ich muss hier einfach über die Brücke. So. Aus dem Weg! Eieiei. Weil hier, wie gesagt, ist es nicht. Na gut. So. Gut, dann weiß ich aber, was du meinst. Ja. Ich meine doch hier. Oh, wow. Das hast du gut gesehen. Ja, wir waren ja vorhin auch schon da, aber ich dachte, das gehört nicht dazu. okay. Klappe halten. Ach, das ist schon Boll, okay. War unnötig. Mr. Ball, wir von Hyperion sind ein wenig skeptisch. Die Banditin Lilith wurde nach der Befreiung von New Haven offiziell für tot erklärt. Bevor wir die Zahlung anweisen können, müssen wir ihr Material durchhören. Legen Sie die Echos in den angegebenen toten Briefkästen ab. Finde diese Echos, Killer. Wenn Hyperion herausfindet, dass ich lebe und mit den Crimson Raiders kooperiere, droht uns ein neues New Haven. Wo ist jetzt das Problem?
Und Rot und sein neues New Haven. Ja, das ist ja... Oh nein! Noch ein New Haven! Ist das dann New Haven, oder? Ja, mit Sicherheit. Eieiei. Okay, dann... Ja, können wir das ja hier direkt machen. Das finde ich angenehm. Hui! Ein Echo müssen wir also finden. Wow! Ich glaube, der ist hin. Nee, ist er doch nicht. Kumpel! Ja. Nimm mich an deine Brust und umarme mich. Was ist denn mit ihm kaputt? Oh, da geht wieder was hoch. Ja, ich höre das doch. Geh mal nach da oben. Gut, hat sich nicht gelohnt, aber hey, ich war da oben. Weder noch Loot oder so? Ja, natürlich. Wunderbar. Ach, das bist du da hinten? Nice. Ja. Das ist kein Echo. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Wir werden das schon finden. Ich habe ein Medikit entdeckt. Gut, das war's nicht. Aber ich habe ein Medikit entdeckt. Da oben liegt das bestimmt nicht, oder? Nein. Geh ich mal da hoch. Das da oben auch nicht. Ja, wo ist es denn? Hä, wieso bin ich denn jetzt da runtergefallen? Ist der runtergefallen? Jo. Guck mal kurz, ich wette, das Echo ist hier oben drin. Gut, ich habe nicht gewettet oder so. Ich habe das nicht gesagt. Okay, gut. Ja. Nee, weil hier oben ist es halt wirklich nicht, ne? Oder hier hinter? Nee. Nee, wirklich nicht. Komisch. Warte mal, was ist das denn? Was habe ich jetzt getan? Ach, Mensch! Nette Bude. Hier wird dich Hyperion nicht finden. Danke, ja, ich find's auch schön. Grausig? Gemütlich, wollte ich sagen. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor. Ich gehe dann mal wieder. Sehr feinfühlig, Lilith. Ja, sehr feinfühlig. Ich wollte nur eben das Auto holen, damit wir weiterfahren können. Achso, ja. So. Keine Sorge, ich überfahre dich schon nicht. Mit Absicht. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ja, ich dachte, dieser Zusatz könnte wichtig sein. So. Okay. Hier drin oder so ist nichts. Nein. Ah, hier kann ich was drehen. Was habe ich jetzt getan? Oh, ich glaube, da ist das Echo rausgeflogen. Ja! Wo rennst denn schon wieder? Ich habe jemand verflüssigt. Wie bitte? Was? Ich war jagen und habe was von diesem Eridium-Zeug gefunden. Und einer von diesen irren Kultanhängern hat mich gesehen. Ich habe ihn verfolgt und geschnappt. Und da hat er sich einfach... verflüssigt? Es war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat. Oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Eridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt. Aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyperion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Weil ich, also du, wie geht's dir denn so? Okay. Och, Mann. Aber ich fühle das so. Ach Mensch, wie geht's dir denn so? Genau. Warum rufst du mich denn hier raus? Ja, weil, wie geht's dir?
Hier ist ein Medikit. Ein Medikit? Ja, zwei sogar. Ist das wirklich hier unten dann oder ist das eher weiter oben? Das ist bestimmt irgendwo auf diesen doofen Rohren und ich werde nie herausfinden, wie man da hochkommt. Hä? Was denn jetzt? Ach, Spiel, lass mich doch hier. Jetzt reicht's aber. Hüpf. Oh, was ist hier? Noch ein Medikit, meine Güte. Ich glaube, du hast ein Medikit gefunden. Ja, das dritte jetzt. Aha. Okay, vielleicht werde ich doch herausfinden, wie man auf diese Rohre kommt. Jack hat sie wohl im Schnee einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary per Echo erreiche. Gut. Du kannst jetzt gehen. Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfraukrieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn dir nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Ich melde mich, wenn ich den Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Das... Sorry. Weiß ich, jetzt will er schon bei ihr bleiben. Sich einfach desinteressiert geben. Das wirkt. Ach so. Okay, Lilith. Ist gut. Dating-Tipps von der Sirene. Schön. So. Aber ich möchte das noch gar nicht abgeben, sondern erst noch gucken, was wir an Quests noch offen haben. Ah, genau. Wir haben ja noch diesen Kult, der da um Lilith einfach irgendwie, ja, gegründet wurde. Ich weiß allerdings nicht, wo wir dafür hin müssen. Ich würde sagen, wir fahren da in die nächste Folge. Oh, das ist eine wunderbare Idee. Das ist eine wunderbare Idee. Aber ich kann ja schon mal ein Stück weit dahin fahren, ganz frech. Ja. Boah. Obwohl, bin ich hier überhaupt richtig? Ja, wird schon. Wir werden es nie erfahren. Ja! Das war Absicht, ich wollte bremsen. Das ist ja unfassbar. Na, guck mal. Okay, gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Dabeisein und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Tschüss. Ciao.